Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, ja, wir haben in der letzten Folge hier dieses schöne, kleine Gespann an zwei Häusern gebaut, das jetzt noch verputzt werden muss, wenn wir genug Kalkstein haben. Ja, wir sind im Frühjahr. Ich freue mich drauf, wenn ich im Sommer endlich Kirschen ernten kann. Da habe ich mega Bock drauf. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und damit... Let's go. So, Kontrollbesuch. Ah ja. Mit Baby. Schön. Gut, funktioniert alles. Top, ich gehe wieder. So, wir gucken mal auf die Felder, ob da alles geerntet und vorbereitet wird und sowas alles. Früher ist ja immer ein bisschen intensiver von der Arbeit her. Flachs wurde auf jeden Fall gesät. Und es sieht sehr gut aus. Alles gesät. Schön. Hier wird das letzte Feld Roggen gedüngt. Also eigentlich Roggen könnten wir auch wieder dreschen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe schon wieder Halsschmerzen. Da kommt schon wieder was auf mich zu. Ich denke mal, dass es nicht Corona ist. Bei Corona haben wir ja jetzt ausgeschwitzt. Lang und breit. Das wird irgendwas anderes sein. Also wahrscheinlich eine ganz normale Erkältung. Oh, guck mal, das Weizenfeld hat eine neue Stufe. Also das wird jetzt im Sommer, werden wir das ernten können. Geil. Eine neue Wachstumsstufe. So, Hafer ist auch gesät. Also die sind eigentlich... Also wenn sie jetzt mit dem Kohlsehen durch ist, ja... Müssten die eigentlich für diese Jahreszeit durch sein. Am zweiten Tag schon. Top. Ihr macht das gut. Muss selber was essen. Vielleicht haben wir noch eine Kohlsuppe. Ne, es arbeitet auch gerade keiner im Dings, ne? Mit Dings kann ich alles erklären, was ich will. In der Küche, Mann. In der Küche meine ich doch. Da arbeitet gerade niemand. Doch. Doch, da arbeitet jemand. Hab ich irgendwas verpasst? Achso, wir müssen noch den Boden reparieren, ne? Stimmt, der Brunnen. Und der Schweinestall hat ein Loch. Also Brunnen und Schweinestall. Okay, Brunnen sehe ich schon. Strohdach. Dafür... Müssen wir aber erstmal den Roggen dreschen, damit wir wieder Stroh bekommen. Na dann, let's go. Roggen gedreschert 71. Na dann. Mal sehen, wie viel Stroh wir rausbekommen. So, 497 Stroh, 994 Roggenkern. Sehr gut. Roggenkorn. Roggenkern. Lol. Ihr wisst, was ich meine. So, mit dem Stroh gehen wir jetzt natürlich los und reparieren hier den Bums. Reparatur. Bumm. Zack. Oh. Ich sehe schon. Beim Schweinestall brauchen wir Stöcker. Gut. Dann Stroh hier wieder rein. Okay. Schweinestall ist repariert. Schön, wie sieht es hier vom Dung her aus? Geht noch, ne? Haben wir erst gesammelt. Kackimann war am Start. Was ist hier bei den Hühnern los? Läuft alles, ne? Alter, hier die Nester kann man ja auch nochmal sammeln. Steht das in Verbindung mit dem... Also ist das wie beim Dung? Dass wir hier extra nochmal sammeln können und das nicht in Verbindung steht mit der Eierproduktion? Es sieht mir fast so aus, weil alle Nester sind auf 100%. Das wusste ich nicht. Weißt du, was wir auch mal gucken können? Ob wir sowas wie Brot und sowas freischalten können. Weil dann haben wir auch eine Verwendung für die Eier. Denn in diesem Spiel, ich reg mich jedes Mal drüber auf, in diesem Spiel, unsinnigerweise, macht man Brot mit Eiern. Ich will doch keinen Kuchen backen, Digga. Naja. Was soll's.
So, ich guck mal in die Küche. Wenn das so ist, dann machen wir demnächst Brot. Alter. Fladenbrot. Für Fladenbrot habe ich nicht mal genug Technologiepunkte und das braucht nur Wasser und Mehl. Das ist eigentlich ein richtiges Brot. Krass. Da habe ich einfach nicht genug Technologiepunkte für. Für die Tarts habe ich auch nichts. Boah. Kirschkuchen. Das ist das, wo wir hin müssen. 10.000 Technologie. Das werden wir so lange nicht herstellen können. Das ist krass. Warte mal, Technologie. Pass auf, Technologie. Produktionstechnik, Technologie, ne? Ah, mit der Schenke. Warte. Produktionstechnik, das müsste doch dann... Also das müsste doch dann mit Schmieden und Kochen und sowas eigentlich gelevelt werden. Jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich Bock, selber Kohlsuppen herzustellen. Um einfach meine Technologie zu leveln. Jetzt geht's los, meine Freunde. Jetzt habt ihr mich erwischt. Jetzt bin ich am Stissel. Geh weg! Ich muss Kohlsuppen kochen. Jetzt machen wir mal richtig gutes Food. Alles, was wir so herstellen können aus dem Zeug, was wir so haben. Gucken wir mal. So. Ein Topf brauchen wir Karotte und Fleisch. Schemata wird freigeschaltet. Machen wir auch gleich. Erstmal liefern wir hier Kohlsuppen ab. 38 Stück. Zack. So, dann gucken wir. 930. Hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht, aber nicht so viel. Nicht so viel, wie ich gedacht habe eigentlich. So, wo sind die Holzschalen? Brauchen auf jeden Fall noch Holzschalen. Lass mal Holzschalen herstellen. 170 Holzschalen. Ja, lol. So, geh mal weg da jetzt vom Kessel. So, ein Topf. 57. Let's go. Was können wir noch machen? Rote Beetesuppe? Nee, Pilzsuppe? Nee, Gemüsesuppe. Da brauchen wir Kohl, Karotte, Rote Beete und Zwiebeln. Rote Beete haben wir nicht. Schade. Was können wir noch hier so machen? Quark. Dafür brauchen wir einmal mit saurer Milch. Eimer mit saurer Milch. Aha. Käse. Für Käse brauchen wir Quark. Fleisch mit Soße. Was können wir auf den Grillrost noch machen? Gebratener Fisch. Gebratenes Fleisch. Okay. Und im Ofen können wir nur das machen, was wir schon entdeckt haben. Okay, ist alles jetzt nicht so krass. Nicht so krass, wie ich dachte. Okay, Eintopf hauen wir hier auch mal rein. Können wir jetzt noch? Wir können auf jeden Fall noch Kohlsuppe machen. Haben wir noch genug Fleisch? Nicht wirklich. Also Fleisch ist jetzt gerade noch so ein Ding, ne?
My mouth's dry. Aber das ist ja kein Problem, dann gehen wir halt jagen, weil den Skill müssen wir ja auch hochkriegen. Das wird die große Kochfolge jetzt. Und am Ende gucken wir, was verwerten wir selbst und was können wir eventuell... Was können wir eventuell verkaufen? Wie viele Pfeile haben wir noch? Ja, müssen wir welche herstellen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Federn. Wir könnten Kupferpfeile herstellen. Machen wir das doch. So. Holzwaffen, Steinwerkzeuge, Steinwaffen. Ach so. Geh mal weg vom Amboss jetzt. Hier, weg, 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 weg. Kupferwaffen. Kupferpfeil. Lernen wir mal schnell den Bums. 12 Kupferpfeile. Easy peasy. So, dann können wir den ganzen Bums hier wieder einlagern. So, und damit gehen wir jetzt jagen. Schön die großen Viecher. I need some water. Wisst ihr, was ich noch gebrauchen könnte? Eigentlich ein Kupfermesser. Damit ich nicht ständig Steinmesser craften muss. Ich guck mal, was ich noch in der Schmiede an Kupfer habe. Oder haben wir sogar Bronze? Nee. Zu Kupfer haben wir noch genug. Kupfermesser braucht nur Stöcker. Okay, alles klar. So, einfach mal 4 Kupfermesser mitnehmen. Brauchen wir ja eh für den Jäger das Rezept. Also falls wir dann mal irgendwie Engpass an Kupfer, an Messern haben beim Jäger, dann können wir halt Kupfermesser herstellen. Und das sollte uns der Jäger eigentlich dankbar, sollte der Jäger für dankbar sein. Für die neue Waffe oder das neue Werkzeug. Ne? Ein bisschen neblig heute. Nicht so gut für Jagd, muss ich gestehen. So, der andere kommt auch langsam auf uns zu. Also einen haben wir schon mal. Jetzt den anderen. Okay, 2 haben wir. Müssen wir ein bisschen auf die Wölfe hier achten. Hier drüben sind ja Wölfe. Schön. Sehr gut. Na dann hörten wir mal den Bums und sammeln die ganzen Pfeile wieder ein. 80 Fleisch einfach.
Also eigentlich könnten wir die Wölfe hier drüben auch jagen gehen. Wenn wir jetzt schon einmal dabei sind. Oh. One shot. Okay. So, alle erledigt. Jetzt geht's ans Häuten. Vielleicht nehme ich die Wildschweine da oben noch mit. Weil so vollgeladen bin ich jetzt noch nicht. Aber irgendwie sind die Wildschweine weg. Wo sind die hin? Ja, jetzt wird's auch ein bisschen zu dunkel. Ach, da, da ist eins. Eins haben wir schon mal erlegt. Ah, hier vorne sind die anderen beiden. Also Kupferpfeil sorgt dafür, dass wenn ich ein Wildschwein ins Gesicht treffe, das dann auch liegt. Das ist gut zu wissen. So, wir haben jetzt 345 Fleisch. Kommt mein beliebter Satz, das sollte eigentlich reichen. Schauen wir mal, ne? Ich glaube, hier gab es irgendwo noch Wölfe. Aber zurzeit sehe ich keine. Und es macht sich auch keiner bemerkbar. Also eigentlich... Ach, da vorne. Eigentlich heulen die ja dann immer. So, ich gehe jetzt erstmal hier bei meinen Dorfbewohnern schlafen. Fremd schlafen, hier. Hoi, Morgen. Ich habe mal hier da euer Bett genutzt für die Nacht, weil mir das zu viel war, da hinten hinzulaufen. Außerdem ist Kanuta gerade so ein bisschen schwierig, ne? Also ihr wisst das, die ist schwanger, die ist hochschwanger und gerade so ein bisschen, naja. Ja. So. Mit dem Fleisch und unserem Kohl. Oh, hier, wir haben Kohl, der ist nicht mehr lange haltbar. Den nehmen wir jetzt. Das ist ja das Gute. Wenn du, also ich habe jetzt Kohl verarbeitet, der hatte 12,5% Haltbarkeit. Also den hätte, wenn man den so gegessen hätte, hätte man sich vergiftet. Aber wenn ich daraus eine Kohlsuppe koche, dann hat die wieder 100% Haltbarkeit. Und, ja, so kann man im Prinzip aus schlechten Sachen noch was machen. Wird ja in der Gastronomie ähnlich gemacht, ne? Wenn das Fleisch einfach schon grün ist und schon so Haare dran hat, dann macht man halt einen Gulasch draus. Und schon ist alles wieder in Ordnung. Fein, ich mach das hier und bin pottdreckig. Das ist wahrscheinlich auch nicht die feine englische Art hier, also... Naja. Haben sich vorher die Hände gewaschen? Ja, aber auch nur die. Also ein Topf ist nicht so viel wert wie eine Kohlsuppe. Eine Kohlsuppe ist tatsächlich 40 wert und ein Eintopf nur 18. Okay. Was ist, wenn ich jetzt so 100 Kohlsuppen mitnehme? Wie viel Gewicht ist das? War es okay.
100 Kohlsuppen kann man eigentlich mal verkaufen. Finde ich gut. Jetzt gucken wir mal an die Technologie. Bei Produktionstechnik. Da haben wir jetzt 1012. Und wir haben angefangen bei 900 oder so. Also jetzt nicht... Wir haben jetzt nicht krass viel Produktionstechnik gemacht. Technologiepunkte. Aber es geht. Dadurch, dass jetzt hier jeden Tag jemand in der Küche arbeitet und dass auch jeden Tag jemand im Schmied arbeitet, generieren wir ja Produktionstechnik so ein bisschen nebenbei. Wisst ihr, was ich meine? Also zumindest die Technologiepunkte dafür. Zwar wirklich wenig, weil das sind auch die zwei Jobs, wo die Leute nicht so geeignet sind bei mir. Komm, wir verkaufen erstmal die Kohlsuppen. Dafür reite ich mal in das Fischerdorf. Guck mal, ob die da ein paar Kohlsuppen haben möchten. Und eigentlich jetzt, also... Nee. Die Tiere respawnen nur in der Jahreszeit, ne? Nicht tagesaktuell. Okay, verstehe. Gibt's hier einen Überfall? Nö. Also unsere Überfallstelle war schon lange kein Überfall mehr. Oder wir haben mal eine Jahreszeit verpennt, den zu zerschlagen, diesen Überfall. Ich glaube, ich gehe mich vorher nochmal waschen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich eine Auswirkung hat, ne? Auf die Preise und so, wenn man wirklich dreckig ist. Das könnt ihr mir vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben. Hat das wirklich eine Auswirkung auf die Verkaufspreise, wenn man dreckig ist? Also irgendwann... Irgendwann habe ich das mal gelesen oder gehört. Sonst wüsste ich halt nicht, wo ich diesen Mythos her habe. Hier ist auch kein Mythos, sondern die Wahrheit. Keine Ahnung, ich bin mir halt nicht so sicher. So, du Fischhändler. Du nimmst mir 40 Kohlsuppen ab. Ah, okay, also mit Kohlsuppen kann man tatsächlich immer noch Geld machen. Schön. Can I interest you in some of my work? Have a good day. Jetzt müssen wir tatsächlich gucken, dass hier... Die Leute hier genug Kohle haben, um unsere Sachen abzukaufen. Oh, it's you again. Ja, it's me again. Okay, die hat mir die restlichen Kohlsuppen abgenommen. Oh, schön. Die hat auf jeden Fall genug Geld dabei. Ey, edle Stiefel. Hätte schon Bock, mich irgendwie edel zu kleiden. Pilzhut. Pilzweste. Ja, die hat halt, also... Die hat halt nicht wirklich gute Sachen. Finde ich. Also... Es gibt, glaube ich, auch nicht so gute Sachen zum wirklich... Damit man aussieht wie ein Edelmann oder so. Ich glaube, das kommt in dem Update. Hat er da gerade Kamehameha gesagt? Okay. Ich glaube, das kommt in dem Update mit den Rüstungen und so. Dass wir tatsächlich vielleicht auch edle Kleidung bekommen. Also damit ich mich so anziehen kann, wie der Typ, bei dem ich Steuern zahle. Das wäre cool. Ich war hier oben schon lange nicht mehr. Ich muss ja auch mal Kontrollblick machen. Ob hier noch alles läuft. Und wie es hier aussieht. Ich merke gerade, dass ich das Haus nicht komplett abgedichtet habe. Ja, die müsste ich halt auch mal auf Steinen upgraden, ne? Das hier oben ist ja schon super. Außer, dass das hier noch mal ein bisschen verputzt werden müsste. Ja. Mit den Häusern hier oben habe ich mir noch keine Mühe so richtig gegeben. Das müsste halt auch mal kommen.
Aber an sich, wenn wir hier von hier oben schon mal runter gucken. Top, gefällt mir sehr gut. Unsere kleine Siedlung. Welche Entwicklungsstufe haben wir gerade? Tatsächlich Siedlung, okay. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ich gerade einmal hier bin, werde ich auch nochmal schnell Dünger herstellen. Ihr kennt den Spaß. Zeige ich euch jetzt nicht. Also ich habe gerade einen Bug entdeckt. Irgendwie kann ich gerade nicht mehr springen in dem Spiel. Also die Leertaste macht nichts mehr. Und jetzt habe ich mal geguckt, ob meine Leertaste kaputt ist. Nö. Also wenn ich was schreibe, dann funktioniert die ganz normal. Also es liegt am Spiel. Vielleicht muss ich gleich mal neu starten oder so. Ja, ich werde mal neu starten müssen. Also falls ihr diesen Bug auch schon mal hattet, könnt ihr es ja mal in die Kommis schreiben. Ich habe das jetzt zum ersten Mal und weiß nicht wieso. Komisch. Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Ich habe jetzt nicht neu gestartet, sondern ich habe einfach mal F5 gedrückt zum Schnellspeichern und wollte gerade neu starten. Und jetzt geht's auf einmal wieder. Sehr komisch. Sehr komisch. Ich habe jetzt eben gerade ein paar Schemata freigeschaltet und nehme mir jetzt ein paar Bretter und mache an den ersten Häusern von außen ein bisschen Deko dran. Guck mal, pass mal auf, wir fangen mal hier an bei dem hier. Erstmal brauchen wir Holzstämme. So, dann machen wir mal hier Fensterläden dran. Und dann ein großes Pflanzgerät. Ah, und dann können wir da Blumen rein tun. Das ist cool. Machen wir auch mal Fensterläden dran. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo auf der wilden Wiese Blumen, die wir da pflanzen können, oder? Wir haben hier auf jeden Fall Johanniskraut. Aber ich suche was Weißes. Hatten wir nicht irgendwie noch so Gänseblümchen oder so? Wo wachsen denn die? Ach hier, guck mal. Da, Gänseblümchen. Cool. So. Gänseblümchen. Boah, cool. Drin ist natürlich mit den Fensterläden. Die kann man auch öffnen. Okay. Ja, nice. Gibt sogar eine Animation für. Also haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. So, hier auch ein Fensterladen. Dann das Ding aufmachen. Dann kommt hier ein großes Teil hin. Und hier machen wir mal... Nee, Johanniskraut sieht kacke aus. Oh, Gänseblümchen. Gänseblümchen sehen super aus. Brauch Bretter. Brauch Bretter zum Dekorieren. 500 Holzstämme haben wir jetzt noch. Ich sag ja, geht langsam. Langsam geht's zur Neige. Also die Suche nach Blumen ist ja wohl, also, schwierig. Hier gibt's Löwenzahn. Oh mein Gott, Löwenzahn sieht bestimmt auch super aus. Einfach gelb. Wegwarte. Ich probiere ein bisschen was aus. Gelb, grün, alles.
Aber ich glaube, an mein Haus kommt Löwenzahn dran. Löwenzahn. Alter, Löwenzahn sieht super aus. Ja, Wegwarte sieht auch super aus. So, ich habe noch Hunger. Jetzt pfeife ich mir so einen Eintopf rein. Ja, war nicht schlecht. Schmeckt. Kann man essen. Ja, finde ich sehr, sehr hübsch. Hier vorne müssen wir noch Fensterläden anbringen. Ja, top. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich erstmal so die ersten Häuser hier unten in dem schönen Viertel geupgradet. Das Haus hier ist ja wirklich auch wirklich sehr, sehr hübsch. Das, wo ich vorher drin gelebt habe, ne? Weil das hier so mit dem Tor und den Fenster und so, oh, super. Ich habe noch eine Idee für ein bisschen Blumen. Lasst mich mal nochmal experimentieren. Ich brauche noch ein bisschen Stein. Aber das wird super. Vertraut mir. Oh! Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Guckt euch das mal an. Einfach ein Blumenbeet hier so an der Seite. Oh, super. Top. Nee, finde ich super. Kann genauso bleiben. Vielleicht, ich habe noch eine andere Idee. Wartet mal. Ich mache das noch ein bisschen anders. Oh ja. Oh, das ist gut. Ich möchte dieses Blumenbeet an hier. Sehr gut, sehr gut. Alles voll mit Löwenzahn. Schön. Das gefällt mir richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall demnächst noch an anderen Stellen ausbauen müssen. Sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir gehen schlafen und dann gehen wir in den Sommer. Oder, na, bevor ich schlafen gehe, moderiere ich, glaube ich, ab. Weil dann machen wir in der nächsten Folge die große Kirschernte. Ja? Sehr gut. Das war jetzt die große Kochfolge. In der nächsten Folge ist dann die große Kirschernte. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Mad Eagle Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Den Like unter das Video zu setzen und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben. Wer weiß. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.